So, dann schauen wir mal rein, was PC Games da fabriziert hat. Bin sehr gespannt. Direkt mal von vorne, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Aktuell bin ich bei 3100 Trophäen auf der PlayStation. Davon sind gerade mal 7 aus Platin. Okay, immerhin. Mehr als der Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ungefähr 4000 Trophäen, davon 20 bis 25 Platin. Wie 20 bis 25? Man weiß doch, wie viel Platin-Trophäe man hat. Aktuell besitze ich 7700 Trophäen und davon sind 72 Platin. Okay, wohl der Das sind Spitzenreiter. 10.052 Okay, das wird der Spitzenreiter sein. Trophäen, davon 137 Platin. Sie sind aus der heutigen Gaming-Landschaft einfach nicht mehr wegzudenken. Errungenschaften, Trophies, Achievements oder eben ganz einfach nur Erfolge. Ob nun auf PlayStation, Xbox oder Steam, auf beinahe jeder Plattform, jedem Launcher und jedem Game Service sind die kleinen digitalen Fleißsternchen mittlerweile ein elementarer Teil der Spiele. Du streamst jetzt eine Geburt. Nein. Die machen jetzt Trophäen und Erfolge sind nicht mehr wegzudenken, das stimmt. Das ist ja Vorgabe von den ganzen Plattformen. Also von Sony, von Microsoft und so weiter, die geben das vor, aber ob die Entwickler das so bereitwillig machen würden, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass es recht stiefmütterlich benutzt, behandelt wird von denen. Aber ja, mal gucken, vielleicht Spielerfahrung, mit geht es denen noch in eine bestimmte Spieler zum Richtung. Erkunden, Interagieren und Sammeln motiviert werden sollen. Wir wollen uns in diesem Special. Ja. Soll motivieren zu den besagten Punkten. Das tut es aber auch nur, wenn die Trophäen richtig gesetzt werden. Und das meines Erachtens verpassen ganz, ganz viele Entwickler. Mal näher mit der Materie auseinandersetzen und fragen, wo kommen Achievements eigentlich her? Wie denken sich Spieleentwicklererrungenschaften aus? Und warum sind manche Leute so heiß darauf, möglichst viele Trophäen zu sammeln? Also schnappt euch etwas Pop. Warum seid ihr so heiß darauf, möglichst viele Trophys zu sammeln? Korn und schüttelt die Couchkissen auf. Wir machen uns auf die Suche nach Antworten. Fangen wir mal mit den Basics an. Was sind denn diese Achievements eigentlich und Ich würde sagen, wir machen mal hier die Untertitel aus, oder? wo kommen sie her? Hier greifen wir einfach mal auf die deutsche Definition von Wikipedia zurück, die da lautet: Als Achievement wird in Videospielen eine virtuelle Auszeichnung bezeichnet, die der Spieler für das Erreichen eines Zieles oder Durchführen einer bestimmten Handlung erhält. Okay, jetzt haben wir auch eine offizielle Definition. Nice to know. Heißt vereinfacht ausgedrückt, wenn ihr in-game einen gewissen Fortschritt erreicht, eine an euch gestellte Herausforderung abschließt oder sonst etwas besonders Lobenswertes schafft, 100 Headshots verteilen zum Beispiel, dann belohnen euch die Entwickler dafür. Meist. Ich will gar nicht möglichst viele sammeln. Alex, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Wenn du ein Spiel spielst, dann willst du ja auch möglichst alle im Spiel holen. Also jetzt nicht absolut möglichst viele, aber möglichst viele in dem betreffenden Spiel willst du schon holen, oder? Meistens in Form einer kleinen Pop-up-Nachricht mit einem schönen Soundeffekt. Die fällt je nach Plattform ein klein wenig anders aus. Auf der Xbox bekommt ihr beispielsweise sogenannte Gamerscore-Punkte gutgeschrieben. Auf der PlayStation gibt es dagegen gleich eine Trophäe. Diese Auszeichnungen lassen sich über ein entsprechendes Menü verwalten und können auf eurem Profil zur Schau gestellt werden. Viele Plattformen bieten euch auch irgendeine Art von System, Ah ja, moving out. mit dem ihr eure Aber natürlich 100%. Erfolge mit denen anderer Spieler vergleichen könnt. Mehr lässt sich mit ihnen allerdings nicht anstellen. Im Gegensatz zu Secrets, die irgendeine Art von spielerischem Mehrwert mit sich bringen, sind Achievements meist rein kosmetischer Natur. Aber würde ich noch nicht unterstreichen. Also, wie gesagt, wenn die Entwickler das richtig setzen, dann hat es auch einen Mehrwert oder ist an Secrets gekoppelt. Man kann es schon auf jeden Fall in die Spielwelt so integrieren, dass man mehr von dem Spiel mitbekommt. Hey, Kuno, grüß dich, was geht ab? Der Grundgedanke hinter diesen Errungenschaften geht natürlich auf die besten Listen aus der Arcade-Zeit zurück. Den Highscore zu knacken und das den anderen Spielern genüsslich unter die Nase zu reiben, machte damals einen elementaren Teil des Spielhallenerlebnisses aus. Die ersten richtigen Achievements, zumindest im weitesten Sinne, dachten sich dann die Amis aus. Genauer gesagt Activision. Der Spielehersteller führte in den frühen 80er Jahren sogenannte Patches ein, also Aufnäher, die Ah, cool, wusste ich gar nicht. In meiner Kindheit war es nicht selbstverständlich,
ständig neue Spiele zu bekommen. Von daher ist es für mich natürlich, alles in Spielen zu machen, wenn ich den Skill dazu habe. Ja klar, man hat so eine Aufgabe, so eine Bucketlist in einem Spiel. Man hat sich ein Spiel gekauft und in zweierlei Hinsicht hat man dann erstmal, weiß man, was zu tun ist. Man hat Aufgaben. Den zweiten Aspekt ist, dass du weißt, wann das Spiel endet quasi. Du spielst das Spiel nicht mehr als nötig, wenn du dir die Platin oder alle Trophäen als Ziel setzt. Man kann ja ein COD auch, wenn man will, mehrere tausend Stunden versenken. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, ich spiele nicht jahrelang dieselben zwei, drei Spiele mit Division und Destiny, sondern spiele bis zur Platin, manchmal auch darüber hinaus, aber dann ist dann irgendwann der Reiz auch verflogen. Gab es zu fast jedem Spiel auf dem Atari 2600, dem Intellivision oder dem C64. Einzige Voraussetzung, um einen von ihnen abzustauben, ihr musstet eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Aber krass, ich wusste gar nicht, dass es so früh angefangen hat. Die im Handbuch des entsprechenden Spiels stand, ein Beweisfoto knipsen und das dann an Activision schicken. Ach so, es war gar nicht in-game. Krass. Dann kam per Post ein kleiner Filz. Hey Asgard, grüß dich. Wer etwa ein Robot-Tank 60 gegnerische Panzer zerstört hat, der durfte sich über diesen Bad Boy hier freuen. Hey, nice. Das hat mir ja letztens bei Platinisiert, da hat Thrillhelm ja eine Münze zugeschickt bekommen bei World of Tanks. Aber ist auch geil. Erste In-Game-Achievements, wie man sie heute kennt, also aus Pixeln und nicht aus Stoff, gab es dann im 1990 veröffentlichten Emotion auf dem Amiga. Einem Puzzler, in dem ihr mit eurem Raumschiff farbige Kugeln einsammeln müsst. Die Erfolge hießen da zwar noch Secret Bonuses, und ihre Anzahl war mit gerade mal 5 Stück doch recht überschaubar. Im Grunde war es aber das noch heute bekannte Konzept. Wer bestimmte Ingame-Ziele erfüllt, also etwa ein komplettes Level beendet, ohne zu sterben, der darf sich über eine zusätzliche Belohnung freuen. Im Gegensatz zu den Activision-Patches waren diese Boni zwar schon direkt im Spiel enthalten, sie konnten aber noch nicht anderen Spielern online präsentiert werden. Ja, glaube ich, schwierig. So ein Feature gab es erst 1996 mit der MSN Gaming Zone. Einer Webseite, auf der wer kennt's nicht? Solitär oder Farm Frenzy zocken und dabei Badges verdienen konntet. Ah, stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, habe ich gar nicht so mehr im Kopf gehabt. Die sich dann über Social Features mit anderen teilen ließen. In den 2000ern nahm die Verbreitung von Achievements dann so richtig Fahrt auf. Besonders angeheizt durch das Aufkommen von Online-Services und Clients. Microsoft führte bereits 2005 den Gamerscore für die Xbox 360 ein. Ja, krass, 2005 schon. Ja, ich habe ja auch angefangen mit der Xbox. Damals eine Xbox 360 geholt, war fast meine erste Konsole. Ich hatte einen GBA davor, den haben meine Eltern mir irgendwann zu Weihnachten geschenkt. Da war ich sehr stolz drauf. Dann lange, lange keine Konsole gehabt, dann die Xbox 360 mir geholt. Mit einem selbst ausgedruckten Mitarbeiter-Rabatt-Code bei Wertkauf war das, glaube ich, noch. Gab es da schon Real? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Vorgänger von Real war das. Oder es war schon Real. Man hat dann, glaube ich, 19% Rabatt oder 30% Rabatt bekommen, konnte sich die Xbox holen. Die war dann in der Woche auch gerade im Angebot. Da habe ich die relativ günstig geschossen. Natürlich das Erste, was man gemacht hat mit frischen 16, 17 Jahren, die modden lassen. Ich habe das Laufwerk geflasht und dann, statt zu spielen, habe ich angefangen, Spiele zu sammeln. Und mal hier und dort ein bisschen Gamerscore gesammelt und mit meinen Kumpels verglichen. Von dem Trophy-System habe ich das erste Ratchet & Clank mit dem Stilpunktenmerk natürlich versucht, alles zu holen. Ja, also so In-Game-Achievements gab es ja schon viel, viel früher, aber das ist so plattformübergreifend, ist gebündelt an einem Profil. Das kam ja jetzt mit, ich glaube, Xbox wird wohl das erste sein, das ist so profilübergreifend, das ist 2005. 2007 wurde das Angebot auf Games for Windows. Damals bei Schlecker. Ich war nie der große Fan von Schlecker. Erweitert. Steam konterte noch im selben Jahr mit den hauseigenen Errungenschaften. Ach krass, Xbox war aber sogar vor Steam. Krass. Und 2008 zog dann schließlich auch Sony mit seinem Trophäensystem nach. Ja. Sony hat es perfektioniert, mit Trophäen abgerundet und dann auf die Menschheit gelassen.
Mittlerweile gibt es Erfolge fast überall. Auf Stadia, im Epic Game Store oder dem Apple Game Center. Sogar abseits der Spielebranche machen sie sich breit. Die smarte Wasserflasche zählt zum Beispiel mit, wie viele Liter ihr schon getrunken habt. Ah ja. Verleiht euch Trophäen für eure Leistung und lässt euch im Ranking gegen eure Freunde antreten. Okay. Der einzige Big Player... Die brauche ich noch. Die brauche ich unbedingt. Leute, wer kann mir diese Wasserflasche besorgen? Der sich noch immer standhaft gegen das Erfolgskonzept wehrt, ist Nintendo. Können wir eine Sektion im Discord dann eröffnen? Zumindest so ein wenig. Einzelne Titel, wie etwa Luigi's Mansion 3, haben nämlich Achievements. Da geht's dann zum Beispiel darum, 10.000 Münzen zu sammeln oder 500 Gegner zu besiegen. Euer Fortschritt wird allerdings nur im Spiel selbst angezeigt. Okay. Es gibt also kein systemweites Interface, mit dem ihr eure Errungenschaften anschauen oder vor euren Freunden mit ihnen prahlen könntet. Was haltet ihr davor, dass Nintendo sich da ein bisschen wehrt über so ein Achievement-System? Statt glänzender Pixelabzeichen spendiert euch der Mario-Konzern auch lieber praktische Belohnungen, wie zum Beispiel einen neuen Skin für euren Schreckweg-Staubsauger. Warum das so ist, darüber schweigt sich Nintendo recht beharrlich aus. Jo. Eine offizielle Ansage gibt's nicht. Die Verpassung, was meinst du? Ich weiß nicht, ob das einen Mehrwert für die hätte, Zocki. Ich glaube, die haben ihre Zielgruppe, die würden dadurch ihre Zielgruppe auch nicht erweitern. Würden die parallel auf mehreren Systemen dann sammeln oder was wäre los? Wie würdet ihr das handhaben? Lediglich ein paar versprengte Informationsfetzen. Ja, das Shirt, was er anhat, ist schon mega hässlich. Die mal im Rahmen diverser Interviews fallen gelassen wurden. Im Grunde genommen sind unsere Spiele so konzipiert, ach, sorry, dass du es direkt auch da sammeln und ein Gefühl der Entdeckung hat, verriet beispielsweise Senior Product Marketing Manager Bill Trinnen in einem 2011 geführten Gespräch mit. Hast du schon eine Switch, Zocki? Oder würdest du dann extra eine Switch deswegen kaufen? Kotaku. Es gibt Dinge, die man im Spiel tun kann, die zu einer Art Belohnung oder unerwarteten Überraschungen führen. Meiner Meinung nach fordert das den Erkundungsdrang. Und nicht das Gefühl, wenn ich das tue, bekomme ich eine Art künstlichen Punkt. Heißt also... Da ist was dran, aber wie gesagt, das kann man gut koppeln. Genau das meine ich ja, wenn man die Trophäen richtig ins Spielgeschehen und in die Spielwelt einpflegt, dann hat man diesen Erkundungsdrang. Deckt genau das ab und kann damit dann auch sich mit Freunden vergleichen. Und das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Trophäen. Nur viele, viele Entwickler gehen einfach immer weiter weg davon. Trophies für Mario, Zelda oder Pokémon. Holy shit, ich würde Sony verlassen und mir direkt eine Switch kaufen. Ja, stimmt, man könnte dann auch komplett sich auf die Switch fokussieren. Oder auf Nintendo, ja. Und wenn die das noch dann rückblickend machen auf die ganzen Classic Games, stell dir mal vor. Hatte mal eine, aber verkauft, weil viel zu selten gespielt, aber ein Trophy-System würde ich wieder eine holen. Okay, krass. Also Nintendo, wenn ihr das hört, ihr wisst, was zu tun ist. Die Leute sollen Spiele spielen, weil sie Spaß haben und nicht, weil sie die Jagd nach Achievements dazu treibt. Das ist ohnehin einer der größten Kritikpunkte an Errungenschaften. Das stimmt. Also das kann schon zur Arbeit werden und zu einem Zwang. Oftmals ziemlich repetitiv und langweilig gestaltet, indem sie euch dazu zwingen, eigentlich bedeutungslose Tätigkeiten immer und immer wieder zu erledigen. Niemand würde freiwillig den letzten Winkel der x-ten Ubisoft Open World abgrasen. Ach wirklich? Deswegen spiele ich keine Ubisoft Open World Dreck mehr. Und jedes erdenkliche Collectible einsacken. Oder 1000 Online-Matches in Call of Duty absolvieren. Und das alles nur für ein bisschen Glitzer. Mehr sind Achievements ja nicht. Zumindest hierzulande. In den USA gibt es immerhin die Möglichkeit, Trophäen gegen PSN-Guthaben einzutauschen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht mehr aktuell. Das haben die abgeschafft, weil das missbraucht wurde. Meine anspruchsvollste und langwierigste Trophäe war wahrscheinlich die Jagd nach der Platin-Trophäe in GTA 5. Denn die ganzen Nebenmissionen zu schaffen und das Spiel auf 100% zu bringen, das hat ewig lang gedauert. Ach, online war schlimmer. Den Rest haben wir ja easy nebenbei im Stream hier geholt, Platin 550. Aber online hat ewig gedauert, ja. Und da fand ich die Nebenmissionen, die Collectibles, nicht mal so schlimm. Es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht bei GTA 5. Die haben es gut umgesetzt, bis auf den Online-Part.
Ich finde, für so Games ohne Story sind Achievements sinnvoll. Für Story-Games weiß man ja auch so, wann man durch ist. Ja, Kurnok, richtig. Also, man kann aber trotzdem, das Spiel hat, kann trotzdem einen Mehrwert neben der Story haben. Wenn es eine besonders schön ausgestaltete Open World ist, gewisse Ecken hat, keine Ahnung, ein besonderes Wirtschaftssystem, kann ja an bestimmte Aspekte des Spiels geknüpft sein. Es ist ja nicht immer nur Story getrieben. Das hast du dann ja bei Walking Dead war das ja zum Beispiel super. Season 1. Du hast das Spiel durchgespielt, ohne auf irgendwas achten zu müssen. Die Story durchgespielt. Die Story war super. Was gefesselt von der Story, musstest du auf nichts anderes achten und hattest am Ende die Platin. Besser kann es gar nicht laufen. Guten Abend. Ich versuche gerade wieder das Trophäenjagen abzugewöhnen. Hat mir irgendwie den Spaß am Spielen genommen. Habe erstmal Guide studiert, Videos gesichtet und so weiter. Da spiele ich einfach ein Game nur um Spaß wegen. Mir gefällt alles gut so. Lemmy, guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Kann ich voll ganz nachvollziehen. Ich mag es auch nicht, Guides zu studieren. Videoguides überhaupt nicht. Deswegen hasse ich Collectibles, man muss nebenbei immer einen Kack-Videoguide laufen haben. Man kann das so weit kombinieren und anpassen, dass das nicht mehr anfällt. Natürlich schaut man mal in einen Trophy Guide oder schaut mal hier und da mal, liest man kurz was nach, aber das macht man teilweise auch bei Story Games, wenn man nicht weiterkommt oder so. Deswegen, man kann das definitiv kombinieren. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Hat mir auch sehr, sehr oft den Spielspaß verdorben. Ist halt zusätzliche Arbeit, die man leisten muss, Recherchearbeit und so weiter und so fort. Ich habe es eine Zeit lang so gemacht, dass ich das Spiel einmal so durchgespielt habe, ohne auf alles zu achten. Aber es hat dann auch irgendwann so viel Zeit gekostet, dass ich vorher einfach schaue. Zum Beispiel spiele ich Hades aktuell. Da dauert die Platin so oder so 100 Stunden. Man kann mit dem Guide sich das ein oder andere Geheimnis schneller erarbeiten, aber ansonsten kann man einfach spielen, ohne groß auf irgendwas achten zu müssen. Ja, das ist richtig. Mein zum Beispiel war gerade Brawlhalla. Ohne die Trophies würde ich das Game gar nicht spielen oder würdest du das spielen? Weil was will man bitte stundenlang gegen irgendwelche Randoms zocken? Da hätte ich so keinen Spaß dran. Brawlhalla habe ich ja auch gezockt auf Platin und ich finde, das Spiel hat Spaß gemacht, aber bis zur Platin wird es irgendwann langweilig, das stimmt. Das stimmt. Aber es gibt Leute, die spielen da wirklich 1000 Stunden nichts anderes außer Brawlhalla. Das ist Free to Play, ist ganz spaßig, aber die spielen dann auch eine halbe Stunde abends und gehen mal kurz rein zum Entspannen, gehen dann auch wieder raus. Also, ja, also Geschmäcker sind verschieden, ne? So ganz weg, naja, mal schauen. Ja, Lemmy, ich weiß, wenn man einmal davon angesteckt wurde, infiziert wurde von der Trophyjagd, dann ist es schwierig, da wegzukommen. Du siehst mich dann 10 Jahren. Ich Pokédex vervollständige in Pokémon Blau, bis schon mal da nicht jemand. Ja, das war ja auch so ein Ingame-Achievement, alle Pokémon zu bekommen in den ersten Editionen, war auf jeden Fall mein Ziel. War, hattest du auch eine Liste, die du abgearbeitet hast? Das stimmt schon, Alex. Also. Das sage ich nur, Kifflom, Bruder, Bruder. Das ist die Around the Globe Trophy von Dirt von 2019, Ja, 42.000 Kilometer, gib ihm. die von einem erforderte, dass man halt den Umfang der Erde abfährt, was 40.000 Kilometer sind, was ewig gedauert hat und Ja. wahrscheinlich. Deswegen hat man sich ein Makro erstellt und ein Makro laufen lassen. Mich immer noch verfolgen wird irgendwann. Die schlimmste Trophäe. Kann ich voll ganz nachvollziehen. Wer hasst diese Trophäe nicht? Die ist so sinnlos. Die ist so sinnlos. Trophäe, die ich je verdient habe, war wahrscheinlich die Flowered aus Drakengard 3. Für die muss man das letzte Ende des Spiels gesehen haben und dafür den letzten Endboss besiegen. Und der ist ein Rhythmusspiel. Ein 7 Minuten langes Rhythmusspiel. Oh, geil. Ohne Checkpoints. Man ist nach einem Fehlversuch sofort tot. Und man muss seine unüberspringbare Zwischensequenz ansehen, wenn man es nochmal versuchen will. Oh ja, ich hasse sowas. Boah, ich fühle richtig mit dem Bruder. Drakengard 3 wollte ich eigentlich auch spielen. Das sollte man ja, also reiht sich ja mit Nier irgendwie ein. Noch nichts davon gespielt, kein Nier, kein Drakengard. Aber wenn ich das schon höre, mich graust schon bei Final Fantasy VII vor der Tanztrophy.
Ich habe den vollen Pokédex in Pokémon Platin, nachdem die Online-Dienste abgeschaltet wurden, fehlen nur drei Event-Pokémons. Pokémon Platin, welche Generation waren das? Also ich habe auch nur die ersten beiden Generationen mitgenommen. Ich habe Blau und Rot gezockt und dann Gold. Ich war der Erste bei mir in der Straße, der Gold die Story durchgespielt hat. War ich richtig stolz drauf. Obwohl ich das Spiel erst spät gekauft habe, das ist glaube ich irgendwann im April, Anfang April rausgekommen. Und ich habe es mir zum Geburtstag dann geholt, am 20. Ja, also heute vor so und so vielen Jahren. Apropos, wenn du schon Final Fantasy 7 erwähnst, wie steht's drum? Nachher, das machen wir Final Fantasy 7 weiter. Jetzt ist Alex ja wieder da. Ich habe ja pausiert gehabt, es war Alex ein Wunschspiel und war dann eine Zeit lang nicht da, habe ich halt übergangsweise mit Hades angefangen und dann geht es weiter, sobald Hades durch ist. Auf der anderen Seite können richtig gute Achievements aber auch eine. Und Alex ist jetzt klug scheiße mit der Dativ ist das Genitiv tot. Durchaus positiven Effekt haben. Da gibt es sogar psychologische Studien zu. So fanden US-Forscher 2017 etwa heraus, dass sich die Aktivität von Forennutzern beinahe verdoppeln ließ, indem man sie fürs Kommentieren und Reagieren mit kleinen Abzeichen für ihr Profil belohnte. Ah ja. Ergebnis, das sich zumindest teilweise auch auf die Spielewelt übertragen lassen dürfte. Die Gründe für die Wirksamkeit von Trophäen sind dabei vielfältig. Zum einen ist es natürlich befriedigend, für das Erledigen einer Aufgabe belohnt zu werden. Ein aufploppender. Ja, wir sind alle Ratten in einem Versuchskasten, die konditioniert werden, auf den Trophy-Sound zu reagieren. Oder? Na, ich probiere es mal aus. Und, was habt ihr gefühlt? Der Erfolg verleiht uns genauso einen netten Schub an Glückshormonen wie das Abhaken einer To-Do-Liste. Ja, das kommt dazu. Ich bin ein riesengroßer Fan von To-Do-Listen. Ich muss immer, wenn ich mir was vornehme, eine To-Do-Liste anlegen und dann schön durchstreichen. Dann macht das Abarbeiten Spaß. Hast du mich eine Ratte genannt? Nee, du bist ein süßes Mäuschen, Alex. Errungenschaften dienen aber auch als Motivation und Wegweiser, als Orientierungspunkt, welche Ziele es noch zu erreichen, welche Geheimnisse es zu entdecken, welche Herausforderungen es noch zu meistern gibt. Sie liefern einen zusätzlichen Anreiz, sich wirklich alles anzuschauen, was das Spiel zu bieten hat. Genau, das meine ich. Also das kann man halt richtig kacke handhaben und gestalten oder halt klug mit Köpfchen. Auch abseits der Hauptstory. Und schließlich ist da eben auch wieder der Reiz des Wettbewerbs. Der Mensch misst sich eben nun mal gerne mit anderen. Entsprechend ist die Jagd nach Trophäen für viele auch einfach ein kompetitives Metagame. Ein Spiel im Spiel sozusagen. Man sammelt wie damals in der Spielhalle wieder den Highscore, genau. Diesmal aber eben spielübergreifend für die gesamte Plattform. Genau. Man hat das Spiel abgeschlossen, nimmt was mit. So sehe ich das. Und glücklicherweise wartet das Internet heutzutage mit zahllosen Communities auf, die sich nur diesem Wetteifern um die Krone der Achievement- bzw. Trophy Hunter widmen. Sei es nun auf Reddit, True Achievements oder PSN Profiles, für jede Plattform gibt es mittlerweile die passende Seite, auf der ihr euch einen praktischen Überblick über die eigenen Erfolge verschaffen und sie in ellenlangen Ranglisten mit der ganzen Welt vergleichen könnt. Auch ich habe den Sprung mal gewagt mit meinen 4700 Trophäen und ich habe es immerhin noch unter die besten 10.000 in Deutschland geschafft. Biergummi, stabiler Name, ja. Beziehungsweise 124.000 weltweit. Besser als ich dachte. Bis zur Spitze fehlt mir dann aber doch noch ein gutes Stück. Die Zahlen innerhalb der Top 100 sind nämlich. Einfach Diddy Platz 10 weltweit. Am Sonntag kommt Diddy 89 vorbei, stellt ihre Top 5 Platins vor. Seid herzlich eingeladen, einzuschalten und ihr dann ihre Fragen zu eure Fragen zu stellen. Um es mal sachte auszudrücken. Krass. Hier bewegen wir uns teilweise bei über 3500 Platin-Trophäen. Mal zum Mitschreiben. 3500. Okay, da sind schon welche bei 4700, aber. Um das in Relation zu setzen, hier mal ein kurzes Rechenbeispiel. Um eine solche Zahl zu erreichen, müsste man seit Einführung des Trophäensystems vor ungefähr 14 Jahren alle anderthalb Tage ein Spiel zu 100% komplettieren. Eine fast... Easy, oder? Oder einem 12-Stunden-Stream 49 Platin-Trophäen. Alex ist in Top 14.000 Deutschlands. Nice. Unmenschliche Aufgabe. Wie schaffen die Leute das? Und warum tut man sich so einen Stress freiwillig an?
Es war von Anfang an gar nicht mein Plan, da so voll drin aufzusteigen, aber ich bin halt auch im privaten Umfeld ziemlich perfektionistisch angehaucht. Und wenn ich was mache, dann mache ich das vernünftig. Und so ist es jetzt inzwischen auch bei den Trophäen. Also wenn ich ein Spiel anfange, dann will ich auch die Platin-Trophäe haben. Und ja. Ja, das ist unser aller Ziel hier. Das ist, glaube ich, der Perfektionismus in mir. Und diesen Perfektionismus hat Christian mittlerweile in einigen Spielen ausgelebt. Unter seinem Alias Quetschboy ist der 37-Jährige aktuell die Nummer 39 der PSN-Rangliste in Deutschland. Läuft. Deutschland. Nummer 261 weltweit. Somit nur 1498 Platin-Trophäen, aber auch das ist schon eine ziemlich beachtliche Zahl. Angefangen hat das damals alles mit Resident Evil. Da ey, ich sag ja so oft, Resident Evil 5, einer der meisten erst erspielten Platin-Trophäen für Trophy Hunter. Da schließt sich die Trophäenjagd so langsam ein. Mittlerweile kommen bei Christian tagtäglich neue Erfolge dazu. Und das, obwohl er die ganze Sache nur semi-kompetitiv betreibt und sich realistische Ziele setzt. Ein Angriff auf die globale Top 100 gehört da nicht zu. Da sei der Druck viel zu hoch. Man macht quasi nichts anderes, als Spiele zu spielen. Das stimmt mittlerweile. Vor allem spielt man Spiele, die nicht unbedingt Spaß machen. Ich spiele im Prinzip nur nach der Arbeit, zum Runterkommen, bis zum Abendessen. Ich brauche auch noch Resi 5, auf der PS4 dann wahrscheinlich, oder Alex? Und danach, nach dem Abendessen, machen meine Freundin und ich Netflix, Filme gucken, sonstiges. Also es ist nicht so, dass ich da wirklich jeden Tag, keine Ahnung wie viele Stunden vorsitze. Der zeitliche und finanzielle Aufwand bleibt also überschaubar. Christian wird von seiner Leidenschaft nicht arm, wie er schmunzelnd verrät. Und es bleibt genügend Zeit für andere Dinge übrig. Den Job, die Familie, die Freundin, das Welcher Trophy Hunter würde das Gegenteil zugeben? Also ich weiß, wenn ich keine Trophäen sammeln würde, ich hätte viel, viel mehr Zeit. Ja. Privatleben bleibt wichtiger als die Trophäenjagd. Entsprechend gibt es auch durchaus mal Tage, an denen die Konsole komplett ausbleibt. Das soll auch mal vorkommen. Wenn aber mal gezockt wird, dann eben richtig. Christian geht beim Trophy Hunting beinahe schon strategisch vor. Zu Beginn eines jeden Spiels wird sich zuerst die Trophäenliste durchgelesen, danach der entsprechende Guide. Dann wird die optimale Route geplant, um den Zeitaufwand möglichst gering zu halten. Für The Witcher 3 hat sich der 37-Jährige sogar extra freigenommen, um mit Geralt einmal den perfekten Spieldurchlauf hinzulegen. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und mit allen verpassbaren Erfolgen. Das klingt fast schon ein bisschen nach Arbeit. Ist es Arbeit? Ja, genau das sagen meine Freunde auch immer. Christian, spielst du noch oder arbeitest du schon? Es ist so ein bisschen tatsächlich teils, teils. Also ja, es ist auf der einen Seite ist es kein zwangloses Spielen. Auf der anderen Seite macht es mir trotzdem Spaß, weil selbst wenn die Spiele nicht unbedingt alle wirklich Spaß machen, macht mir das Erreichen der Platin-Trophäe so viel Spaß. Ja, ist so. Also ich weiß auch ohne Trophies, ich würde nicht mehr so viel zocken. Also bei weitem nicht. Ich würde viel, viel weniger bis gar nicht zocken, wenn es das System nicht gäbe. Das hat mich so irgendwie zurückgeholt. Spaß. Und das sorgt immer wieder dafür, dass ich damit nicht aufhören kann. Hast du mittlerweile Platin in Witcher 3, Alex? Oder ist es immer noch ein Backlog bei dir? So wie bei mir seit Jahren. Und es sorgt auch dafür, dass mal ein paar seltsame Entscheidungen getroffen werden. Manche AAA-Spiele, wie zum Beispiel ein Elden Ring, fasst Christian gar nicht erst an, weil 100% darin ohnehin nicht erreichbar sind. Bei anderen grindlastigen Spielen... Hä? Wieso soll 100% nicht erreichbar sein? ...hilft er auch mal mit ein paar Gimmicks nach. Um in Final Fantasy IX 1000 Seilsprünge für die... Ja, hier hat man dann auch ein Makro eingerichtet. ...Trophäe Königshopser zusammenzubekommen, ließ er das Spiel zum Beispiel per Remote Play auf dem PC laufen und dann einfach ein Skript im Hintergrund die Arbeit machen. Und natürlich kommt auch die klassische Methode mit per Gummi- oder Klebeband befestigten Controller-Tasten gerne mal zum Einsatz. Gibt's alles. Ja, das ist bei uns auch ein Mittel, was genommen wird. Das zähle ich aber nicht als Bescheid. Er will sagen, 100% sind für ihn nicht erreichbar. Okay, aber Elden Ring soll auch gar nicht so schwierig sein. Bescheißen finde ich, wenn jemand anderes für mich Trophäen erspielt, weil ich selber nicht schaffe. Das ist in meinen Augen wirklich bescheißen. Aber alles andere, auch Glitche in Spielen zu nutzen, wenn sie da sind, ist, finde ich, auch kein Bescheißen. Spannend ist auch der... Oh, geil. Wie hieß der Kollege nochmal? Oh, wie hieß der? Zippy Boy? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ein Trauma von dem Spiel.
Alex hat schon 50 Stunden in Elden Ring. Trick mit sogenannten Billig-Platins oder Achievements-Band spielen, wobei Spiele da schon sehr großzügig ist. Bei den meisten Spielen handelt es sich vielmehr um Asset-Flips, die eher notdürftig mit Standardteilen aus dem Engine-Baukasten zusammengeklöppelt wurden. Das stimmt. Und der größte Müll sind. Und so gut wie gar kein Gameplay bieten. Dafür aber jede Menge Erfolge für quasi keinerlei Aufwand. Besonders bekannt sind hier die Machwerke von Ratalaika Games aus Spanien und Breakthrough Gaming aus den USA. Yes. Offenbar ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Achievement-Spam ausgelegt. Das stimmt. Und mittlerweile auch Sushi Break, Break Games. Haben. Auf ihren Mist sind zum Beispiel auch Titel wie Zippy the Circle gewachsen. Ah, Zippy the Circle, so hieß der Kollege. welcher Teil war so schlimm, wo ich so ewig dran gesessen habe? Der vierte oder der fünfte? Ich weiß gar nicht mehr. Schon verdrängt. Ein Jump-and-Run-Abenteuer im weitesten Sinne des Wortes, in dem ihr mit einem Kreis, der wahrscheinlich direkt aus Microsoft Paint stammt, durch eine billige 2D-Welt lauft und für wirklich jeden Schritt gleich mehrfach mit einer Auszeichnung zugeschüttet werdet. Und da ist die Titel dann gleich in mehreren Versionen... Das Spiel war super, aber bei Takotan, da hast du wirklich mittlerweile mit dem PS5-Stacks 14 Stacks oder so. Schauen wir mal kurz nach, oder? Hier sind Profiles. Das ist ganz schlimm. Takotan. Hieß das Spiel überhaupt so? Ja. Schaut mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Stacks. Okay, einer wurde nicht released. Octonaut. Ein paar wurden delistet, weil die hatten namensrechtliche Probleme mit dem ursprünglichen Namen Octonaut. Mussten es in Takotan umbenennen, haben es dann nochmal released, aber einfach fast 20 Platins mit einem und demselben Spiel. Das ist schon geil. Aber Spiel ist nicht schlecht, macht Spaß. Gibt nur 20 Mal würde ich Sound spielen. Eine für Amerika und eine für Asien, dazu verschiedene Varianten für PS4, PS5 und Vita, kommen für eine Spielzeit von circa... Okay, hätte ich mir auch sparen können, jetzt die Liste aufzurufen. ...circa 10 Minuten schon mal 6 Platin-Trophäen zusammen. Für ein einziges Spiel. Breakthrough und Ratalaika haben aber natürlich gleich Dutzende dieser Dinge im Angebot, weil sie teilweise sogar einzelne Levels als eigenständiges Spiel verkaufen. Allein mit der aktuell 10-teiligen Zippy-Saga lassen sich... Die Zippy-Saga, kennt sie nicht. Die Zippy-Saga. Klingt nach einem Blockbuster, ja. Sagenhafte 110 Gold und 10 Platin-Trophäen verdienen. Unschlagbare 9,90 €. Das Maschala. Wird das gesamte Ranglistensystem, die kompetitive Jagd nach Erfolgen natürlich vollkommen ad absurdum. Das ist richtig. Schließlich lassen sich mit Billig-Platins ganz einfach Trophäen erkaufen und so die eigene Statistik pushen. Im klassischen Pay-to-Win-Stil ist nicht mehr das Können entscheidend, wer oben mitspielt, sondern nur die Größe des Geldbeutels. Am Anfang. Und wie stumpf man so halt abarbeiten kann. Hi, Nina, mein Schatz, wie geht's dir? Ich gebe keine 10 Euro für so ein Spiel aus. Nee, Alex, für alle 10 Teile, die kosten ja immer 99 Cent. Und dann hast du halt am Ende 10 Platins für 10 Euro. So war das gemeint. Aber ja, man braucht auch auf jeden Fall viel Ausdauer, das dauerhafte Spielen. Also ist nicht nur so, dass man bezahlt und dann mal eben ein paar Trophies abholt. Man muss da schon ein bisschen was reinstecken. Arbeitssport und frisch geduscht, fühle mich wie im siebten Himmel. Ja, nice, ja, dann komm mal fix heim. War es noch so, als die Trophäen auf den Markt gekommen sind, da war es wirklich noch, wer Platin hatte oder eine gewisse Anzahl von Platin-Trophäen hatte, der hat auch was erreicht. Das stimmt. Ja. Das habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, zu der Entwicklung der Platin-Trophäe, ihrer Wertigkeit. Es ist leider so, dass halt immer mehr der Wert abgebaut hat durch diesen durch diese Billig-Platin-Flut. Schade. Schade, ja. Ich würde noch irgendwas anderes sagen, aber ich weiß nicht. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Aktuell zählt eine Platin für My Name is Mayo eben genauso viel wie eine Platin für Red Dead Redemption 2.
was für viele eine komplette Entwertung ihrer Leistung darstellt. Das stimmt. Entsprechend wird oft die Forderung nach bereinigten Leaderboards laut, in denen Achievement-Spam-Spiele nicht berücksichtigt werden. Die werden allerdings... Genau, 1:1 das, was ich in meinem Video gesagt habe. ...wohl nur schwer umsetzbar sein. Das meint auch Christian alias Quetschboy. Billig-Platins sind gekommen, um zu bleiben. Das ist wohl die traurige Realität. Ja, ich glaube, irgendwann wird die Blase platzen. Also es wird, ist schon so knapp an der Spitze, wie die sich aktuell bewegen sich wirklich am Limit. Ich glaube, die Blase wird platzen und die ganze Szene wird drunter leiden. Es wird ein riesengroßes Loch hinterlassen. Ich hoffe zwar nicht, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Ich habe letztens auf Twitter einen Account gefunden, der hat einfach im Jahr 2022 angefangen, Trophäen zu sammeln. Nee, 2021. 21 oder 22 hat einfach in einem Jahr 1000 Platin-Trophäen mit einem Account geholt. Und das sagt schon alles. Ja. Früher hast du, wenn du in einem Jahr 100 geschafft hast, warst du krass. Du hast einfach 1000 in einem Jahr geschafft. Aber natürlich gibt es in der Welt der Achievements und Trophäen nicht nur Billig-Bullshit. Es gibt auf der anderen Seite auch zahlreiche Entwickler, die sich um ihre Errungenschaften durchaus noch Gedanken machen, auch hier in Deutschland. Was soll das Mayo essen, Nina? Denn am Ende des Tages ist es für Studios auch immer so ein Balanceakt, was man belohnt und was nicht. Zum einen will man den Spieler nicht mit Erfolgen zumüllen, sodass sie schnell an Wert verlieren. Andererseits sollten sie oft genug vorkommen, dass der Spieler das Gefühl hat, für seinen Fortschritt honoriert zu werden. Und sie dürfen eben auch nicht zu schwer sein, sodass sie für manche Spieler komplett unerreichbar sind. Also es sollte nicht unfair sein oder extrem nervig zu holen. Das stimmt. Sollte sich schon wie eine Belohnung anfühlen. Ich meine, die Belohnung ist auch immer eigentlich im Spiel. Ich habe jetzt den Boss gekillt und ich kriege eine coole Animation und kriege ein cooles Reward. Und das Achievement ist einfach nur noch ein i-Tüpfelchen drauf, ja? Ja, so ist der beste Weg. Alexander Bönnecke muss es wissen. Er ist seit 6 Jahren Lead-Level-Designer bei Deck 13, hat an The Search 1 und 2 inklusive DLCs mitgearbeitet und war dabei eben auch an der Implementierung der Achievements beteiligt. Die sind beim Frankfurter Entwickler und Publisher mittlerweile Teil eines jeden Projekts. Sie gehören also quasi zum Standardpaket der hauseigenen Spiele. Das wäre mal so ein Job für mich. So ein Free Agent, die Entwickler buchen können, um ihre Achievements in ihrem Spiel zu entwickeln und zu implementieren, Ideen zu bringen, mir das Spiel anzuschauen, welche Trophäen Spaß machen würden. Das wäre schon nice. Spiele und haben entsprechend ihren festen Platz im Entwicklungsprozess. Ab einem gewissen Zeitpunkt, so sagen wir nach der Hälfte oder vielleicht nach 2/3 der Produktion, wenn man jetzt die gesamte Story schon spielen kann oder alle Features ausprobieren kann, sagen wir, so, jetzt machen wir die Achievements, steht jetzt auf dem Plan, dann gibt es da vielleicht 1-2 Meetings oder Designrunden und dann schlagen wir so vor, brainstorming-mäßig, das könnte cool sein, das sollten wir machen, das finden wir nicht so cool. Und dann gibt es nie wieder Collectibles. Das würde ich pauschal nicht ausschlagen, Alex. Das ausschließen. Es kommt immer aufs Spiel an und auf die Art der Collectibles. Es würde nicht mehr so oft Collectibles geben und nicht so ausartend. Ja, das stimmt. Kann erledigt sein nach einer Woche in der ersten Iteration. Und danach testet man natürlich, funktioniert das technisch und ergibt es auch Sinn. Klingt nach jeder Menge Arbeit, ist laut Alexander Bönnecke aber nicht so aufwendig und sogar ein relativ günstiges Feature, wenn man allein auf die Produktionskosten schaut. Bei Deck. Ich meine auch, das ist ja nur eine Ergänzung. Also das Spiel steht schon, man muss es nur noch implementieren. Viel Aufwand wird es nicht sein. Wenn Collectibles mir auch Ingame was bringen, dann bleiben sie. Kurnok, wie meinst du das? Bei Star Wars Jedi Fallen Order zum Beispiel hattest du ja für die Collectibles neue Skins und so bekommen, aber trotzdem waren die Collectibles schlimm. Die waren richtig schlimm. Da zum Beispiel hätte ich die Collectibles nicht an Trophäen geknüpft. In GTA zum Beispiel, ja, da gab es Collectibles, die cool waren und welche, die nicht unbedingt, aber bei GTA zum Beispiel fand ich die nicht so schlimm, bei GTA 5 jetzt, ja. Ich finde Collectibles insofern ist im Rahmen, bleibt okay. Ja, das stimmt, Alex. Also es kommt immer drauf an. 13 erledigen 2 bis 3 Leute in etwa einem Monat alle Trophäen.
Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass die Aufgabe besonders beliebt ist, wie die Entwicklerkollegen von Mimimi Games aus München verraten. Achievements ist kein Thema, wo irgendjemand happy ist, dass er das machen muss, ja? Doch, hey, warum ruft ihr mich nicht an? Was los mit euch? die Collectibles waren in Star Wars weniger das Problem, eher die Map, die kein Schwein verstanden hat. Ja, genau. Also das Level-Design verknüpft mit der Pflicht, in jeden Winkel zu kommen und irgendeinen Mist zu sammeln. Aber letztlich hing es halt an den Collectibles. Aber hast recht, Felix, es lag in erster Linie an der Map. Die war schlimm. Die Maps waren richtig schlimm. Die waren aus der Hölle. Also wenn ich dem Designer sage, du machst jetzt die Achievements, dann ist es eher so, oh Gott. Weil es einfach ein sehr langweiliger Job an vielen Stellen ist, wo du halt das ganze alte Zeug recycelst. Ich meine, die Achievements sind auch immer die gleichen am Ende des Tages irgendwie, außer so... Dann lasst euch was Neues einfallen, habt ihr auch wieder Spaß dran. Ein paar Unique, die du halt machen kannst. Und es ist sehr viel Maintenance, Listen schreiben und so ein Zeug und halt gegenchecken mit irgendwelchen Guidelines, was jetzt nicht... Kurnok, Jedi Fallen Order. Das schlimmste Collectible-Spiel, das es gibt. Die spaßigste Aufgabe. Die Errungenschaften ganz einfach wegzulassen, ist aber auch keine Option. Sowohl bei Sony als auch bei Microsoft und Valve sind sie eine elementare Voraussetzung, um ein Spiel überhaupt im jeweiligen Store anbieten zu können. Auf PlayStation und Xbox-Konsolen gibt es sogar konkrete Vorgaben, wie viele Erfolge es mindestens bzw. höchstens pro Spiel geben darf. Und viele Entwickler wollen am Ende auch gar nicht auf sie verzichten. Wird nicht angefasst, ehrlich, Kurnok. es gibt aber Autopop. Wenn du PS4 erspielt hast, kriegst du die zweite Platin auf der PS5 gratis obendrauf. Mimi Games eingeschlossen. Schließlich bieten Achievements immer wieder die Möglichkeit, sowohl den Spielern als auch den Machern selbst mit netten, kleinen, kreativen Secrets eine Freude zu bereiten. Also es gibt ein Achievement, was wir bisher in Shadow Kings und Desperados haben und hoffentlich auch im nächsten, müssen wir mal schauen. Und zwar ist es das Kill All Deaths Achievement. Jeder von uns und jeder im Team kriegt einen Enemy oder NPC. Damit kann man sich halt aussuchen ab einem gewissen Punkt, sagen, ich will das sein, und wenn die nicht zu story-relevant oder sowas, dann geht es. Die meisten bei uns ja nicht. Dann kriegen die, kann man sich auch noch einen Namen aussuchen, ja, dem und der da displayed wird, und dann existiert man halt im Spiel. Und das ist einfach fun und witzig fürs ganze Team. Das finde ich cool. Das ist ein cooler Ansatz, ja. Und dann haben wir ein Achievement gemacht, was halt ist, dass man die alle töten muss. So. Und das ist halt cool. Und das ist auch was, was bei den Fans und den Leuten halt sehr witzig ankommt. Glaube ich, voll und ganz, direkt. Ja, und sowas kann man sich dann öfter einfallen lassen. In Bezug auf sich selbst, ein kleines Gimmick, Easter Egg des Entwicklerteams, kommt, ja, weil es so ein bisschen das Team irgendwie auf eine unintrusive Art damit reinbringt. Das ist ein Team, was ich sehr, sehr gerne mag. Um die zu finden, braucht es dann vielleicht auch mal ein klein wenig Hilfe von außerhalb. Da trifft es sich ganz gut, dass es mittlerweile Dutzende Webseiten gibt, die sich nur damit beschäftigen, euch auf dem Weg zum nächsten Achievement mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Oder unseren Discord. Seiten wie zum Beispiel Trophies.de, die größte Online-Community rund ums Thema PlayStation im deutschsprachigen Raum. 95.000 angemeldete Nutzer diskutieren hier täglich in 143.000 Themen über alle... Habt ihr gesehen? Angemeldete Nutzer diskutieren hier... Guckt mal da. Kennt ihr das Logo? kommt mir bekannt vor. Beispielsweise Uncharted 4, wo du dich 2 Minuten nicht bewegen darfst, fand ich witzig. Ja, in der Situation war es lustig, weil das war so eine Situation, wo du direkt losrennen willst und da kriegst du einfach eine Trophäe dafür, dass du einfach entspannt stehen bleibst. Aber dann habe ich es doch in die Reportage geschafft, weil eigentlich wurde ich ja angefragt, ob ich mich auch mit den Herren unterhalten möchte. Ich habe dann zugesagt, dann kam irgendwie keine Antwort mehr, aber jetzt habe ich es so wenigstens in die Reportage geschafft. Liebe Grüße an der Stelle. Täglich in 103. Kilo, der kenne ich nicht, ja, nee, kenne ich auch nicht, soll sich. 43.000 Themen über alles, was das Sony-Herz begehrt: News, Tests, Events oder einfach nur Gott und die Welt. Im Zentrum steht aber seit Start im Jahr 2008 das gemeinsame Sammeln von Ingame-Erfolgen. Professionelle, aber auch Freizeit-Trophäenjäger haben hier die Möglichkeit, sich zu Online-Sessions zu verabreden, gegenseitig Tipps zu geben oder einen Leitfaden mit den wichtigsten Infos zu Gemüte zu führen. Und das. Ja, Alex, du fehlst auf jeden Fall da drin. Wirklich zu jedem Spiel. Nicht nur zu den aktuellen Dauerbrennern wie Horizon Forbidden West, sondern auch zu absoluten Paradiesvögeln. Ihr wollt wissen, wie ihr die Platin-Auszeichnung in Bibi und Tina auf dem Martinshof bekommt. Und alle Collectibles finden. Es gibt einfach keine anständige Map mit den Collectibles.
Schlimmes Spiel, richtig schlimmes Spiel. Das hat uns eine ganze Nacht gekostet. Keine Sorge, hier werdet ihr fündig. Realisiert wird das Ganze von einem ungefähr 40-köpfigen Team aus Redakteuren, vor allem am Start, Webentwicklern oder Grafikern, die tagtäglich dafür sorgen, dass alles glatt läuft. Alle Beteiligten arbeiten dabei komplett ehrenamtlich. Jeder von uns ist in einem... Jenny ist auch am Start. Hi Jenny, liebe Grüße. Ganz normalen Job. Wir verdienen damit leider absolut kein Geld. Das ist absolut ein Hobby. Und dementsprechend steckt da sehr, sehr viel Herzblut drin und Liebe mit drin. Und jeder, der halt auf der Seite mithilft, entscheidet jeden Tag neu zu helfen, weil es bei uns keine Verpflichtung in dem Sinne gibt. Jen alias Ai ist zum Beispiel hauptberuflich im öffentlichen Dienst tätig. Auf Trophies.de aber so eine Art Springer. Die 34-Jährige hilft also überall da aus, wo... Ja, eines ihrer Lieblingsspiele, Death Stranding. ...gerade nur... Zufall? ...Not am Mann ist. Sei es nun bei Reviews, Gewinnspielen, beim Moderieren von Community-Inhalten oder eben auch bei Leitfäden. Insgesamt über 40 Guides gehen mittlerweile auf ihre Kappe, unter anderem zu Death Stranding oder Returnal. Nicht unbedingt die kürzesten und einfachsten Spiele, weshalb Jen ihr Hobby schon einiges an Nerven, aber auch an Zeit gekostet hat. Man muss sich wirklich im Klaren darüber sein, vor allem bei Spielen mit vielen Informationen, mit vielen Workarounds oder langen Sammelguides und ähnliches, dass das sehr, sehr viel Zeit ist, die da ins Land geht. Und ja, also vielen lieben Dank an alle Leute, die Guides schreiben. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das ist. Erstmal muss man alles selber herausfinden, verständlich zu Papier bringen, anständig formatieren. Und dann gibt es immer noch so Leute, die sich über die Guides beschweren, wie ich. Ja, finde ich super, dass es euch gibt. Heutzutage hat nicht jeder mehr die Lust und die Muße, wirklich mehrere Stunden an einem sehr langen Text zu sitzen. Ne? Das Schreiben eines Leitfadens läuft dabei in der Regel so ab. Man spielt das Spiel regulär durch und macht sich nebenbei Notizen. Welche Trophäen sind verbuggt? Welche können auf unterschiedliche Arten freigeschaltet werden? Welche sind verpassbar und welche haben eventuell eine irreführende Beschreibung? Diese ganzen Infos werden dann in eine Schablone auf der Trophies.de Webseite eingepflegt. Schick ausformuliert, für Suchmaschinen optimiert und auf bestmögliche Lesbarkeit getrimmt. Das ist doch Bibi und Tina. Ich kenne die Trophies direkt. Ganz schön viel zu tun also. Da ist, glaube ich, alles dabei zwischen 3 und 30 Stunden. Das Schöne dabei, die Arbeit bleibt nicht an einer Person alleine hängen. Im Prinzip kann auf Trophies.de nämlich jeder User einen Guide schreiben oder sich an einem bereits bestehenden beteiligen. Wer also zum Beispiel Tipps hat, wie man in Gran Turismo 7 am schnellsten die für die Trophäe benötigten 13.191 Kilometer zurücklegt, der darf die gerne mit dem Rest der Community teilen. So wird jeder Leitfaden zu einer Art Gemeinschaftsleistung. Und das ist diese Online-Kilometer, die man braucht, die werden ja eh zusammengezählt. Die ist ganz so schwierig, die Trophy. Aber ich bin gerade nicht sicher, ob er die meint. Keiner schweißtreibenden Einzelaktion. Das Leitfaden-Schreiben als Autor selber fühlt sich für mich eigentlich nicht nach Arbeit an. Weil ich beschäftige mich mit einem Spiel, das ich im Idealfall selber ausgewählt habe. Jeder sucht sich nun mal selber aus, über was er schreibt. Bei uns macht Sinn. Gibt es diese Verpflichtung nicht. Stell dir mal vor, du kriegst so ein absolutes Hassspiel ab, musst dann einen Leitfaden drüber schreiben. Dass ein Spiel einen Guide haben muss und deswegen, dass jemand spielen muss. Und ich beschäftige mich damit halt auf der anderen Ebene, die über das reine Durchzocken und eben die Platin abkassieren hinausgeht. Und das finde ich persönlich klasse. Leidenschaft und Emotion sind Punkte, die ich rund... Da muss man Bock drauf haben, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich dann noch die Zeit neben allem, was schon so ansteht, finden würde, noch Guides zu schreiben. Aber ich helfe ja immer gerne mit Tipps und Tricks aus. Aber einen ganzen Guide, weiß nicht, müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Ums Thema Achievements immer wieder zu hören bekomme. Es ist offensichtlich, dass sie für viele Spieler, so kontrovers sie von mancher Seite auch beäugt werden, einen enormen Mehrwert haben. Dass sich die Leute gerne mit ihnen auseinandersetzen und dass sie die Gaming-Welt allein deshalb schon ein klein wenig bereichert haben. Da sind sich alle Leute einig, mit denen ich im Rahmen meiner Recherche gesprochen habe. Ich finde es eigentlich eine tolle Sache, weil auch einige Trophäen wirklich ja dafür sorgen, dass man ein Spiel zu 100% abschließt. Und das würden viele dann halt nicht tun. Naja, andersherum, wenn du so ein Ratalaika-Game spielst, das musst du teilweise nur 30% durchspielen, kriegst die Platin und schaust dir das nächste Level definitiv nicht mehr an. Also es kommt immer auf die Trophy-Liste an. Was für die Entwickler ja irgendwie auch ein bisschen traurig ist, wenn die Spieler immer die Spiele nur halb fertig spielen. Ich sehe halt, dass es Leute gibt, denen das wichtig ist und die da viel Spaß dran haben. Und dann ist für mich die Antwort eigentlich schon ja. Das, was sie tun, ist was Gutes. Ja? Zu zeigen, engage auf eine gewisse Art mit einem Spiel, werde belohnt dafür, dass du coole Sachen im Spiel machst, das ist was Positives. Ich denke schon, dass das was Gutes ist. Das bringt die Leute zusammen.
Es bringt die Leute vor allem. Also wenn Jenny was anderes sagen würde, hätte mich das auch gewundert. In der Community dahingehend zusammen gemeinsame Lösungsansätze für irgendwas zu finden, wenn es doch wieder ein bisschen knackiger ist. Auch ich persönlich sehe das kein Stück anders. Erst durch die Todsicher-Trophäe aus Darksiders 2 habe ich zum Beispiel meine Freude an härteren Schwierigkeitsgraden entdeckt. Und ohne die Pazifisten-Herausforderung in Deus Ex Mankind Divided. Oh mein, Hölle, absolut Hölle. Wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen, das gesamte Abenteuer ohne einen einzigen Kill abzuschließen. Achievements und Errungenschaften können die Art und Weise, wie wir Spiele spielen, grundlegend beeinflussen. Sie können uns für neue Genres begeistern. Und sie können, für alle, die sich an ihnen stören, eben immer noch ignoriert werden. Sie bleiben komplett optional. Genau, stimmt. Hat er gut gesagt. Muss sie nicht machen. Und die Pop-Up-Mitteilungen, die einen aus der Immersion reißen oder in Cutscenes nervig dazwischen springen, die lassen sich auf Wunsch ja auch ganz einfach ausschalten. Wusste ich gar nicht. Hatte noch ein jedes Bedürfnis. Aber ja, coole Reportage. Gut recherchiert.